Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shining Resonance. Wir sind jetzt hier und haben Quests gemacht. Wir haben zwar ein paar neue wiedergekriegt, aber boah, wir haben viele Quests gemacht. Sagen wir es so. Ein paar haben wir nicht geschafft. Haben wir halt einfach nicht alles gefunden. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier noch für nice Gespräche haben und reden mal mit den Leuten. Okay. Heute ist der reine Machttag im Siegel. Aber Rimola hat es geschafft, sich davon zu schleichen. Könnte ich euch beide bitten, mir zu helfen? Überlasst das uns, Emma. Ich und Yuma, wir sind Reinigungsmaschinen. Dieser Ort wird flecklos in 0, nichts sein. Also wird sauber in 0, nichts sein. Das Siegel Inn ist unser Zuhause, also sollten wir ein bisschen Dankbarkeit dafür zeigen, indem wir es mit sauber halten. Wunderbar. Danke, ihr beiden. Also, legen wir los? Lässt sie doch jetzt tot arbeiten. Verdammt. Wie viel Zeug ist denn hier in diesem Schrank? Meine Arme töten, bringen mich fast um. Wir haben es nicht nur leer gemacht, Agnum. Komm schon, wir müssen das auch jetzt noch sauber machen. Ja. Ich glaube, die richtige Arbeit hat noch gar nicht begonnen, ha? Huh? Oh. Macht ihr beiden immer noch hier sauber? Hey, Emma. Müssen wir denn wirklich das Innere dieses Schranks sauber machen? Natürlich. Nicht nur das Zimmer. Ich mache jede Schublade, jedes Schränkchen in jedem Zimmer sauber. Alles alleine? Und jeden Raum? Ach, du verarschst uns doch. Ich könnte diese Boxen kaum alleine anheben. Ja, man gewöhnt sich dran. Kommt in die Küche, wenn ihr fertig seid, Yuma. Ganz alleine. Emma macht... Mit diesen Armen. Ja, sie ist echt eine Naturgewalt. Emma, wir sind fertig, das Gästezimmer sauber zu machen. Gott. Hat es nicht Primula schon gesagt, dass ihre Mutter am härtesten arbeitet? Gute Arbeit, Yuma. Oh, ich hab irgendwie... Ich hab Katzenhand. So wie mit der Katze geschmust. Wenn du noch Zeit hättest, könntest du da ein paar Besorgungen für mich machen? Ich habe hier eine Liste von Dingen, die wir brauchen. Okay, ich werde es sofort Wow, ein Augenblick. Emma, diese Liste kann ich niemals alleine tragen. Liebes, wir müssen doch ein paar Lebensmittel kaufen. Wir müssen immerhin eine Menge Mäuler stopfen. Der Wagen ist hinten. Okay. Hey, Yuma, du bist doch noch am Leben, oder? Ja, aber ich glaube, ich kann meine Finger nicht mehr spüren. Ich bin erledigt, Mann. Ich hab Unkraut im Garten gejätet, hab die Etagen gereinigt und habe sogar noch die Badewanne sauber gemacht. Ich habe mein Bestes gegeben und Emma hat mich dennoch geschlagen. Geht mir genauso. Sie hatte entschieden, dass ich den Wagen zu langsam ziehe und hat mit auf der Hälfte des Weges mit mir getauscht. Emma hat echt eine unglaubliche Stamina. Wie kann sie den Monat ein, Monat aus nur so viel Arbeit erledigen? Also Monat für Monat. Ja, ich bevorzuge einen Dungeon-Ausflug eher, statt das den ganzen Tag zu machen. Mann. Stell dir mal Emma im Kampf vor, was für einen Schaden sie anrichten könnte. Ja, vielleicht. Yuma, Agnum,
Beeilt euch, ihr Lieben. Wir sind gerade mal mit der Hälfte der Wäsche fertig. Was? Die Hälfte? Nein. Ich werde zusammenbrechen, bevor ich überhaupt ins Schlachtfeld komme auf diese Art und Weise. Gott, das muss ja übelst viel Arbeit sein. Nie wieder. Nie wieder. Der erste Gedanke einfach mal immer nie wieder ist. Wo ist es da noch irgendwo? Ja, stimmt, hier bei Rina gab es noch ein kleines Event. Ich verstehe, was du sagen willst, aber ich denke, ein tiefblaues Violett hat passt viel besser. Haben einen besseren Geschmack. Die Incisia-Kirschblüten sind viel zu bitter. Meinst du? Aber ich mag die Fuji-Kirschen. Worüber redet ihr beiden? Habt ihr beiden Blumen gegessen? Wovon redest du, Yuma? Einige Blumen sind essbar, glaube ich. Aber man kann die tiefblauen Violetten nicht essen. Hä? Aber du sagtest, die schmecken... Es geht nicht darum, um Blumen zu essen. Es geht um ihren Nektar. Hast du denn niemals Blumen gepflückt und den Nektar draus getrunken, als du ein Kind warst? Ja, ich glaube schon. Da gab es diese pinke Blume, die ich wirklich sehr mochte, als ich klein war. Da hast du's. Das ist eine Kirschblüte. Du kannst sie überall finden. Und ihr Nektar schmeckt so gut. Ich empfehle immer noch die tiefblauen Violetten. Sie sind sehr süß. Sie sind süß geworden. Und sie sind sauer. Und du wirst nirgendwo anders einen Nektar finden, der so ist. Ja, was soll diese gruselige Lache? Es ist das Beste, was es gibt, ha? Huh? Nun, der Einzige, der sauer werden wird, bist du. Was? Vielleicht hast du es noch nicht gehört von dieser legendären Bergorchidee. Sie wächst an den höchsten Spitzen und unter den härtesten Umständen. Bergorchidee? Jetzt, da du es erwähnst, ich denke, ich habe schon irgendwo mal von ihr gehört. Ich habe selbst nur darüber gelesen, aber man sagt, dass sie süß genug schmeckt, sodass deine Zunge schmilzt. Ja, jetzt erinnere ich mich. Ich habe gehört, dass ein Bergsteiger so überrascht von dem Geschmack war, dass er den ganzen Weg den Berg runtergefallen ist. Verdammt. Ich muss ein Stück davon kriegen. Wo wächst diese Blume, Rina? Gib mir den Namen. Wie heißt der Berg? Warte, Agnum. Du wirst doch jetzt nicht gehen. Bist du... Ein antiker Text sagt, dass die Blume am sagenumwobenen Berg Aimuk Alibali Diot wächst. Rina, nicht. Weiß doch, dass Agnum direkt dahin gehen wird. Geht schon, Agnum. Ein wahrer Mann zögert nicht. Deine größte Reise beginnt hier. Verdammt richtig. Pass nur auf, Bergorchidee. Agnum ist auf dem Weg. Und er wird dich leer saugen. Und da geht er. Ich liebe es, Agnum zu ärgern. Er glaubt aber auch alles, was man ihm erzählt. Warte. Was, Rina? War das alles eine Lüge? Hey, nicht alles davon. Sie sind einfach nur unbestätigt. Die Bergorchidee ist so eine Art Legende. Kein Grund zur Sorge. Agnum wird schon bald wieder zurück sein. Pass einfach auf. Rina? Ich werde nie wieder etwas glauben, was du mir erzählst. Aimuk Alibali Diot? Oh, was? Warum ist mir das nicht aufgefallen? Ach, das ist ein... Okay, I'm a gullible idiot.
Ich hätte überall in ganz Alfheim danach gesucht, verdammt. Siehst du, hab's dir doch gesagt. Sie wusste, dass er das rechtzeitig herausfindet. Rina mag zwar auf ihre eigene Art und Weise brillant sein, aber ich wünschte, sie würde ihren Kopf für bessere Dinge benutzen. Gott, der arme Agnum. Immerhin, er hat rechtzeitig rausgekriegt, dass sie ihn einen Idioten genannt hat. Ich wäre nicht drauf gekommen. Wäre wahrscheinlich wirklich auf die Suche nach dem Berg gegangen. Ja. So, Tuning. Ja, ich brauche einen Sky Score. Einen Shining Score. Score. Shining Score. Score. Ja, so wirklich, was habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das heißt, ich spare wohl noch ein bisschen, bis mir etwas entgegenkommt, was mir gefällt. Konnichiwa. Jetzt gehe ich nochmal hier oben lang und gucke, ob ich hier noch eine Szene habe und sonst. Yos. Ja. Hier hinten war nochmal eine, oder? Das war eine Quest, ja, stimmt. Das ist sonst doch mal nichts. Und dann? Gehen wir jetzt direkt bei deiner Hauptstory, würde ich mal meinen. Ob wir mit Lestin auch noch in Kampf ziehen werden?知られてない場所？そうなんだ。町のみんなにも聞いて回ってるんだけど、どこかそんな場所ないかな？遺跡自体を知ってるわけじゃないけど、草原にあるラドラム地下空洞な。知ってんだろ？まだでしょ、バイラドラムカベンス。前にプリムラを助けに行ったところね。いや、genau。ああ、実はそこって昔いきなり 草原の一部が陥没してできたらしいんだよ。で、その下に何があるかまだ全部は分かってないんだってさ。知られてない遺跡があるかもしれないってことか。今のところ他に手がかりもありませんし、とりあえず調査が必要なのではありませんか？でもさ、調査に行くなら気をつけろよ。 あのあたり 最近妙な噂があってさ。え、さま、グロシテサマグッド。どうも。出るらしいんだよ。幽霊が。ああ、やつかみ返す気して。いや、幽霊。え、ケツアクノム。お、スタガーマン、ハスアングストガイスタン。リリ。どうしました、アグナム。顔色が悪いですぞ。え？いや。なんでもない。 どんな幽霊なの？何でも子供の幽霊らしいぜ。地下空洞に入ってくと突然子供がどこからともなく現れて。これ、キナディ・クルフィックス・ゲスターズ。出て行けって脅かしてくるんだってさ。そうか。
幽霊話の真偽は分かりませんが、とにかくラドラム地下空洞には何かがありそうですね。そうね、調べに行きましょう。いらっしゃい。 OK, doch noch kein neues Kapitel. Na ja, mal hin. 何を練習する？Ich möchte so ungern, dass Elmer Water, in dem Fall, dass nochmal eine Quest kommt, gebrauchen. Ich möchte eigentlich gar nichts davon verbrauchen, was ich hier habe. Ich werde ja alles mal brauchen. West oder so. Das wird anstrengend. Ich habe immer noch keine Large Shell gefunden. Obwohl, sie haben ja noch Aspekt sind. Einfach mal hiervon alles herstellen, was ich herstellen kann. Und damit eine Trophäe freigeschaltet. Happy Birthday. Ist auch irgendwas, was nur immer nutzen kann? Increases Mana, das können wir bei ihm gebrauchen. Hier haben wir ja ein Sonja, nee, zwei Sonja irgendwie. Wartet mal. Hier, nehmen wir das hier. Hm.
Ist besser, wenn sie alle befreundet sind. Ist doch auch ganz interessant. Wir könnten Revive gebrauchen. Dann hoffen, dass sie nicht stirbt. Let him rip. Mhm. Let it rip. Welcome. Ist der auch hier? Okay. Ich will jetzt nicht unbedingt mit zwei Healern durch die Gegend rennen. Will ich alles nicht. Gut. Also unsere nächste Mission ist, in die Ruinen gehen. Bevor wir das aber anfangen, mache ich hier wieder einen Break. Die letzten Persona-Folgen waren halt auch ein bisschen länger. Deswegen machen wir es hier mal kurz. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen, diese kleinen Zwischensequenzen. Wir wissen jetzt genau, wo wir hin müssen, hoffe ich. Und dann werden wir vielleicht die Seele eines Weltendrachen finden. Die müssen wir mindestens in die Hände bekommen. Ich hoffe, das klappt. In diesem Sinne, ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich danke. Bis dahin. Tschüss.